Rote Banderole, Reserva und schöne Holzkistchen stehen hier bei uns. Das ist die, ja, war tatsächlich die erste Lieferung nach der Intertabak 2019, die wir bekommen haben. Ne? Die erste Messe, neuer, die angetroffen ist hier bei uns in Berlin. Genau, und die hat es wirklich in sich. Ja, die Bauchbinde kennt man. Via Zamorano ist bekannt, die berühmte Bündelware von Maria Pia selber, gefertigt in Honduras, und die gibt es jetzt als Reserva-Variante. Ja, jetzt hat es erstmal nicht viel zu bedeuten. Reserva, das schreiben sich viele irgendwo aufs Etikett. In dem Fall steckt da wirklich mehr dahinter. Der Geschmack unterscheidet sich doch nochmal deutlich von der klassischen Bündelware. Wir würden sagen, die ist deutlich interessanter, hat wirklich so einen ganz besonderen Eigengeschmack auch. Ja, wir küren sie auf jeden Fall zur Best-Value-Zigarre der Intertabak 2019. Also bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sind insgesamt sehr gute Zigarren für sehr wenig Geld. Das geht hier los, habe ich gerade gesehen, bei 2,80 Euro bei einer Sonderedition für Berlin. Ich wollte doch gerade sagen, ich habe doch gerade hier Berlin gesehen, das Brandenburger Tor. Die Edition Alemannia mit Brandenburger Tor, Quadriga obendrauf, alles so, wie es gehört. Leider das Format ein bisschen zu klein geraten. Ja, das stimmt wohl. Also für Berlin hätte schon ein 60er Ringmaß sein dürfen. Mindestens. Und 15 cm Länge oder mehr. Ja. Aber gut, wie auch immer, das ist die Personita, so heißt das Kleinformat. Dann gibt es natürlich ganz klassisch eine Robusto, eine Corona, eine Espresso. Wiederum eine Gordo und eine Nummer 15. Nummer 15 ist dann wieder die Torpedo, also das Spitzformat. Ja, Zigarren, für die wir eine Empfehlung auf jeden Fall aussprechen können. Best Value, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, sollte man sich auf jeden Fall mal genauer anschauen.